wir sind wieder zurück. Und was sind wir geworden? Ja, wir sind Teil der Jordan-Familie geworden. Wir haben uns entschieden, die Jordan-Schuhe zu supporten. Und da seht ihr es also auch nochmal. Darren Rovell hat geschrieben, Kentrigo ist endlich Teil der Jordan-Familie. Das haben wir ja schon im letzten Teil gesehen. Und was das heißt, ist, dass wir uns zum Beispiel auch nur Schuhe ausrüsten können, die von der Jordan-Familie kommt quasi. Wenn ich jetzt versuche, hier einen Nike-Schuh anzuziehen, dann sage ich jetzt Schuh ausrüsten. Dann sagt er aber, du hast bei Jordan unterschrieben und darfst deshalb nur Jordan-Schuhe tragen. Also das schon sehr realistisch gehalten. So, ich mag die hier. Ich sage ausrüsten und dann ist der ausgerüstet. So, gehen wir also zurück. Wir wollen jetzt mal in den Zeitplan schauen und ins nächste Spiel auch kommen. Und da spielen wir jetzt gegen die Utah Jazz. Das ist ja ein Spiel gegen die Vergangenheit quasi. Also das letzte Team, was wir da gespielt haben. Oder die letzte Karriere, die ich hatte und euch gezeigt habe, war ja bei den Utah Jazz sehr, sehr erfolgreich. Da können wir im Moment noch nicht anknüpfen mit 9:25. Aber in den letzten zwei Spielen kleiner Aufwärtstrend, mal zwei hintereinander gewonnen, das ist wichtig. Und eventuell können wir das ja hier weiter fortsetzen. Deswegen gehe ich mal auf nächstes Spiel spielen und hoffe, dass wir hier wieder eine starke Leistung abliefern können und eventuell auch mal den Trainer so begeistern, dass er uns ein paar mehr Einsatzminuten schenkt. Und vor allen Dingen brauchen wir mal ein paar Fähigkeitspunkte, denn im Moment gewinnen wir da tatsächlich keine. Und das liegt auch sicherlich an der Mitspielernote. We'll see the Dallas Mavericks taking on the Utah Jazz. They're continuing to soldier on without the services clerk of Chris Kaman. Yeah, that is really tough, Kevin. You never like to hear the sound of that. They're going to miss him, and by all indications, they're going to miss him for a long time. That was the exact opposite of the news they wanted to hear. Yeah, he's got a lot of work ahead of him, and obviously we wish him well as he goes through his rehab. We feel so sorry for the guy. I mean, you know, nobody wants to see a player go through what he's facing now, but we wish him well, and if anyone can handle it, he can. Ja, also sag ich's nochmal, Kaman sicher verletzt, den Arm gebrochen und etliche Wochen damit außer Gefecht. Und das schmerzt uns natürlich, denn normalerweise, also zumindest im wahren Leben, ein richtiger Rebound-Künstler, der da richtig unter dem Korb richtig stark ist, viele Moves drauf hat und entsprechend sicher in Punkten ist. Außerdem das deutsche Duo im Moment gesprengt. Ja, Al Jefferson, den kennen wir ja noch. Der wurde zwar schnell bei uns abgelöst nachher, aber trotzdem kennt man ja hier den einen oder anderen Spieler sicher nicht noch. Und jetzt haben wir ja mal gesagt, solche müssen wir nehmen, wenn wir da frei stehen. Den nehmen wir, aber der geht leider nicht rein. Ja, wir bleiben wirklich davor stehen. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. Sonst laufen die wieder einfach an uns vorbei. Das sollte möglichst nicht mehr der Fall sein. Oh, das war sicher. Nächsten zwei Punkte. Wir sind nicht als Point Guard eingewechselt, sondern als Shooting Guard. Und entsprechend müssen wir uns hier auch verhalten. Hoho. Ja, das passiert auch häufiger, muss man dazu sagen. Das im letzten Teil sicherlich viel seltener passiert. And it's hard to forget what Steve mentioned. The turnovers really piled up last time. Steve probiert und ein bisschen aus dem Schritt gekommen. Und da sieht man es also ein bisschen weit weg und dann ist er sofort durch. Also diese Note gefällt mir überhaupt nicht. Die sehe ich viel zu häufig. Und entsprechend müssen wir da mal irgendwas gegen machen, oder? Foul ist da wieder gefoult. Zumindest haben wir jetzt mal einen Pass gebracht, der zum Foul führt. Und da haben wir also die Möglichkeit, wieder ein paar Punkte ranzuholen. Gefällt mir wirklich, was du bisher gemacht hast. Ich habe ja nicht wirklich viel gemacht. Und wir haben auch festgestellt, in den ersten zwei Vierteln wirklich relativ wenig Zeit, die wir da bekommen. Eher im dritten und vierten Viertel für uns interessant. Witzki, der geht da einfach durch. Und er macht den Assist für uns. Was Zählbares, das ans Board kommt. Und unsere Mitspielernote, die wieder ein bisschen steigt. Wir müssen jetzt mal wirklich auch den Fokus darauf setzen. In den letzten Spielen da wirklich nicht gut gearbeitet. Aber das liegt dann auch zum großen Teil an der Defensivarbeit. Und ihr habt ja gesehen, was man da noch alles skillen kann. Ja? Also da sind noch sehr, sehr viele Sachen offen. Und da, gute Roof-Defense jetzt, weil wir eben dabei standen. Und da wir eben noch so wenig geskillt haben, beziehungsweise noch dabei sind, erstmal uns überhaupt einen anständigen Wurf aufzubauen, haben wir eben das Problem. Schlechter Pass, aber er kommt an, okay. Delonte West, so.
Jetzt gehen wir mal da zum Korb. Ja, schöner Move eigentlich. Leider nicht drin. Marion Jones. Back to Marion. Ah, wir müssen uns hier anbieten, genau. So, da haben wir uns einfach mal reingetankt und dann machen wir... Entschuldigung, die zwei Punkte. Und der dritte Wurf ist dann drin. Jetzt hört mal kurz zu. He has nothing but positive things to say about the rest of his team. But when you talk up your teammates as much as he does, it's going to pay off. I mean, they become more confident, they respect you, they appreciate you. And now all of a sudden, it brings the team a little bit closer together. Well, one of the things the Jazz are going to have to sort out over the next year or two is just playing time in the front court. And that equation was... Schön. Also, ja, jetzt ist er erst auch schon wieder vorbei. Jetzt war ich so konzentriert, dass ich vergesse, weiterzusprechen. Da haben wir den Weg freigemacht für Nowitzki und er macht auch seine zwei Punkte, das ganz stark. Also, ihr habt es gerade gehört vielleicht. Da wird also direkt der Bezug auf die letzte Pressekonferenz genommen. Und was man da genau sagt, also, das einige Male sind die Kommentatoren da ein bisschen... Ja, kritisch dem gegenüber, was man sagt. Also wenn man da arrogant antwortet, wie es ja in den letzten Teilen immer ja, was gebracht hat. Also das hat so als einziges immer die Note so ein bisschen, beziehungsweise den Trend ein bisschen nach oben gepusht. Das wird jetzt ein bisschen kritischer gesehen. Die Kommentatoren sagen dann auch, dass er ein bisschen arrogant ist und ein bisschen verrückt. Aber diesmal haben wir ja sehr teamdienlich geantwortet und entsprechend haben wir da auch gerade bestätigt bekommen, dass wir da eher so der Teamplayer sind. Wir gehen mit einem relativ hohen Rückstand zurück, mit 7 Punkten, in die zweite, oder in die Halbzeit. Und da schauen wir, inwieweit wir da noch ein bisschen was machen können. Zumindest jetzt mal auf einen Punkt ran schon wieder. Das kann ganz schnell gehen. Ihr seht es vor allen Dingen, wenn wir da so oft ausgewechselt werden. Aber ich glaube, bis jetzt kein schlechtes Spiel. Man sieht es an der Mitspielernote. Das ist bis jetzt echt okay. Jetzt geht es wieder auf die Verteidigung. Jetzt müssen wir wieder dabei sein. Mal lassen wir uns hier nicht locken und gehen auf den Steal, sondern wir warten. So, da seht ihr es auch schon. Da kommen dann auch schon die ersten Fehler. Ich sag jetzt einfach mal, den haben wir erzwungen. So, da stehen wir dabei. Da kommt zwar der Offensiv-Rebound. Ja, und der ist dann auch drin, aber zumindest standen wir dabei, haben ihn contestet und der war dann eben mal nicht drin. Und jetzt sind wir auch in unserer Lieblingsposition. Mal, Dirk Nowitzki ganz frei, macht ihn, Assist. Gut gesehen und wir sind wieder auf einen Punkt dran. Zwei Assists, zwei Punkte. Und wir nähern uns der C-Plus-Mitspielernote. Jetzt mal Dirk, da setz dich doch mal durch. Ja, gut contested. Carter jetzt. Das kann schnell gehen. Oh, der L.A.U.-Pass, den wir da bekommen von Vince Carter. Und dann machen wir den Korb. Richtig schön, unser erster L.A.U.-Scorer. Die Kommentatoren wie eine Schlaftablette, die sagen gar nichts dazu, aber ich feiere es richtig, denn das war unser erster richtiger L.A.U.-Scorer und das sogar mit der letzten Karriere zusammengezählt. Also da haben wir es nie richtig hingekriegt, mal zum Dank hochzugehen nach so einem L.A.U.-Pass. Aber da wir ja ein athletischer Typ sind, jetzt können wir eben höher springen und machen da eben dann jetzt einfach auch mal solche Dinger. Und das war ein richtig schöner Korb und ihr seht es, was da an der Note passiert ist. Die ist nach oben geschossen und zwar wie verrückt. Das hat es richtig gebracht. So, jetzt mal Brand, da zurückgespielt. Carter. So, jetzt mal hier. Jetzt müssen wir uns mal hier wieder anbieten. Jetzt gehen wir mal da vorbei. Spielen ihn raus zu Brand. Der Assist und der ist wieder gut. Und wir sind bei der Mitspielernote B-. Das Beste, was wir in der letzten Zeit gesehen haben. Und ich hoffe mal, dass der Trainer das dementsprechend honoriert. So, auf LT haben wir immer noch die Möglichkeit, hier auch nochmal in diese defensive Position zu gehen. So, da war ich dabei. Gutes Foul, weil ich ihn eben störe und er nicht frei zum Korb durch kann. Wir werden ausgewechselt. Setz dich, ich rufe dich auf. 61 zu 64. Knappes Spiel, sehr, sehr spannend. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nochmal irgendwie einen positiven Effekt haben können. Relativ frei, den nehmen wir. Ah, ein bisschen früh vielleicht. Aber da wollte ich nicht warten, bis der Verteidiger dann endlich merkt, dass ich hier auch zum Wurf hochgegangen bin und mich eventuell noch ein bisschen contestet. So, schade, da waren wir auch wieder dabei, aber es hat nicht gereicht. Jetzt müssen wir irgendwie noch kommen, näher rankommen, dass wir hier zumindest noch den Ausgleich schaffen, dass wir vielleicht in die Overtime gehen, aber wir haben ja noch eine ganze Menge Zeit. Nehmen wir Marion mit.
Der wirft relativ schnell. Ja, das ist auch offensiv faul. Das war natürlich ein bisschen ungünstig jetzt. Ja, da sagt er jetzt, ja, dass man halt ihn nicht zu früh loslassen sollte. Ich denke mal, das war darauf bezogen, dass ich vorhin ein bisschen zu früh losgelassen habe. Kann ja sein, dass die Tipps jetzt tatsächlich auch den Situationen perfekt anpassen. Denn das mir ja, gerade selber aufgefallen, dass ich da ein bisschen früh losgelassen habe. So, jetzt haben wir zum Beispiel genau richtig losgelassen und haben mal den Fast Break genutzt, um hier nochmal 2 Punkte ans Board zu bringen. Und da sagt der Trainer auch, ganz genau, das brauchen wir. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Das sagt uns, dass wir hier alles richtig machen. Und ihr habt es auch an dem Balken vom Trainer gesehen. Der war sehr zufrieden. LAU-Pass und der geht auch noch. Der ist sehr lange unterwegs und da schafft es Brand nicht, diesen Ball aus der Luft zu pflücken. Ja, jetzt immer noch die gleiche. Ja, Collison, das war gut. Und er wird gefoult. 2 Freiwürfe, um wieder auf 3 Punkte ranzukommen. Ich hoffe, die macht er auch. So, mach ihn. Komm, der erste ist gut. Der war perfekt. So, ja, da sagen wir nochmal, alles super, mach weiter so. Und jetzt geht's. Was macht Collison? Collison macht den zweiten auch. Wir sind wieder auf 3 Punkte ran. 3 Minuten noch zu spielen. Das könnte noch ein ganz spannendes Finish geben. Und ich hoffe, wir bleiben möglichst lange im Spiel, um das auch noch möglichst mitzuerleben. In den letzten Spielen ja so gewesen, dass wir kurz nochmal ausgewechselt wurden für 1-2 Minuten und dann nochmal in der letzten Minute eingewechselt. Müssen wir mal schauen, inwieweit sich das jetzt wieder ergibt hier. Ah, schade. Ja, der macht die nicht. Gut verteidigt da. Marion war es, glaube ich. Carlson, was macht der? Wir sind relativ frei. Aber ein bisschen weit weg. Ja, die Pässe soll ich vielleicht wirklich lassen. Ja, und Mayo macht ihn. Wir sind auf 1 Punkt dran. Also das ist natürlich immer gefährlich, wenn man in die Zone geht und in letzter Zeit nehme ich den da ein bisschen zu häufig, der Tipp-Pass. Ja, und da seht ihr es, ne? Ah, jetzt standen wir dabei, gibt allerdings keine Worte, Wurf-Defense, kleine Verschnaufpause, ich brauche dich gleich wieder. So, da sind wir auf 1 Punkt ran, 1-11 noch, wieder auf 3 weg und auf 5 weg. Ja, und das ist das Spiel auch zu Ende. Schade eigentlich. Also das ist auch ein bisschen komisch, weil der Trainer sagt, wir brauchen nicht gleich nochmal und dann kommen wir nicht mehr rein. Spiel verloren gegen die Utah Jazz, das ist natürlich schade, aber wir persönlich mit einer sehr, sehr guten Leistung. Steht natürlich ein bisschen die Niederlage hinterher. Aber okay, wir auch mit einem angeschlagenen Vince Carter ins Spiel gegangen, mit einem verletzten Chris Kamen. Und ja, wir sehen es auch da jetzt mal. Unsere Leistung jetzt besser, 45 Fähigkeitspunkte für uns und ich denke mal, das war wirklich unsere beste Leistung bisher, das kann man wirklich mit Abstand sagen und ich bin mal gespannt, der Fokus der Presse wird wahrscheinlich wieder auf der Niederlage liegen, aber ich glaube, dass wir diesmal wirklich ordentlich was geleistet haben. Tough loss tonight. You might even say the team took a collective punch to the stomach giving that one up. What are you thinking after losing a game that many people would say you should have won? Ja, jetzt sagen sie auch, das ist so eine Niederlage für, also für die ganze Mannschaft und jetzt müssen wir halt schauen, wenn ich jetzt sage, ich war gut oder wir haben es vermasselt, ja, die anderen haben nichts gerissen, das ist halt, ist natürlich sehr bitter, das kann ich auch nicht sagen, ja, mit 6 Punkten sind wir jetzt auch nicht so überragend gewesen, dass wir hier die große Fresse haben könnten, wir sagen mal, wir haben eine tolle Chance verpasst. Ich denke mal, da sind wir noch am glimpflichsten davongekommen. Die anderen hätten wahrscheinlich noch mehr Abzug bekommen. Neues GM-Unterhaltungsthema verfügbar. Das ist vielleicht interessant. Ich glaube, wir haben uns nämlich jetzt auch eigentlich ein paar mehr Minuten verdient. Aber wir schauen mal, was die Social-Media-Plattformen sagen. Echt jetzt, Kentrigo? Hättest du nicht ein paar Würfe mehr verwandeln können? Dir ist schon klar, dass wir dann gewonnen hätten, oder? Und yo, Kentrigo, vielleicht gewinnen wir nächstes Mal, wenn du mehr Punkte machst, du Nulpe. Ja, ganz bittere 5-Punkte-Niederlage für die Mavericks. Kentrigo wird heute bestimmt von einigen seiner Fehlwürfe träumen. Ja, habe ich gar nicht so im Gefühl gehabt, dass wir da so extrem viel verworfen haben. 3 von 6, 50%. Also ich glaube, damit sind wir von der
Wurf-Percentage noch höher als so der ein oder andere Profi. Von daher, ja, kann man nicht ganz nachvollziehen, aber alles in allem kann man echt zufrieden sein. Zwei Drills, die werde ich natürlich bis zum nächsten Mal absolviert haben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich erkenne zumindest, auch wenn wir jetzt verloren haben und auch wenn unsere kleine Miniserie von zwei Spielen jetzt durchbrochen ist, dass wir doch ja, die einen oder anderen Fortschritte machen und dass es für uns weitergeht und in den nächsten Spielen eigentlich nur noch besser werden kann. Also, und ich hoffe, ihr habt Spaß und schaut auch weiter in die Serie und seid gespannt, ob wir uns dann wirklich in den nächsten Spielen verbessern, was wir da alles skillen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Kentrigo.